Also es sind so kleine Tricks, auf die man kommt, wenn man das Problem hat, ich habe kein Eigenkapital. Und das Problem hatte ich halt sehr, sehr lange. Und das sind halt Sachen aus der Praxis, die ich euch nur schwer empfehlen kann. Sondern wenn du jetzt diese Art, zum Beispiel mit Umfinanzierung, wiederum mit Tilgungsaussetzung kombinierst und mit rollierendem Eigenkapital, dann ist das natürlich schon ganz schön cool. Es gibt grundlegend zwei Arten, wie du finanzieren kannst. Grundlegend zwei Arten. Nehmen wir mal die allbekannte. Das ist die sogenannte Annuitätenfinanzierung. Annuität kommt von dem lateinischen Wort annus, das Jahr. Und das ist praktisch eine Finanzierungsform, bei der die jährliche Belastung immer gleich bleibt. Jetzt fragt man sich, was soll daran besonders sein? Das ist ja ganz normal. Also wenn ich eine Finanzierung habe, dann ist die jährliche Belastung immer gleich. Ja, nehmen wir mal an, wir haben hier Jahr 0 und wir haben hier Jahr 30. So, und die Finanzierungsdaten dazu sind, sagen wir mal, aktueller Zins, sagen wir mal 2%. Die sind zwar aktuell sogar noch niedriger, aber sagen wir 2% Zinsen, 3% Tilgung. Wir haben also insgesamt 5% und das würde man dann die Annuität nennen. Bei einer Größenordnung von 1 Million Euro, du kannst es aber auch 100.000 nehmen, je nachdem, was deine Größenordnung ist, würde es also bedeuten, deine Annuität wäre bei 100.000 5.000 Euro beziehungsweise bei 1 Million 50.000 Euro. Wir rechnen jetzt mal mit 1 Million. Das ist also das, was du im Jahr bezahlen musst, nämlich die Summe aus Zins und Tilgung. So, das heißt, hier wären also 50.000 und hier wären auch 0. Hier ist Jahr 0, hier ist Jahr 30 und jetzt sieht so die Grafik aus eines Annuitätendarlehens. Nämlich das hier wäre der Zinsanteil, das wäre der Tilgungsanteil in der Rate. Die Rate wäre immer 50.000 pro Jahr, nämlich 4.500 Euro pro Monat. Dagegen kämen natürlich dann die Mieteinnahmen. Soweit, so gut. Aber was viele, die jetzt Immobilieninvestments aufbauen, vergessen, was dann passiert, ist, dass die steuerliche Belastung sich ja am Anfang aus 2% Zinsen, 3% Tilgung auseinandersetzt. Also in dem Fall wären das von den 50.000 wären 20.000 Zinsen, 30.000 Tilgung. Zinsen kannst du von der Steuer absetzen, Tilgung nicht, logischerweise, weil es ja nur eine Rückzahlung ist. So. Und das ist ja eh schon recht wenig, weil die Zinsen höher sind als die Tilgung. Früher standen hier 5% und da 1%. So, und jetzt würde man ja denken, eine 1%ige Tilgung, man wäre nach 100 Jahren fertig. Durchschnittlich ist man bei einer 1%igen Tilgung nach 30 Jahren fertig, vorausgesetzt, der Zins ist irgendwo so bei 6%. Je niedriger der Zins ist, desto höher musst du die Tilgung machen. Warum, wieso, weshalb, erkläre ich euch gleich. Aber was ich euch zeigen möchte, der Zinsanteil in der Rate wird immer kleiner und der Tilgungsanteil wird immer größer. Tatsächlich ist es eher die frühere Kurve. Heute sieht sie genau genommen sogar so aus. Ja? Das bedeutet, dass du zwar ohne Steuern im Jahr 50.000 Euro zahlst, mit Steuern wächst aber deine Belastung jedes Jahr. Einfach deswegen, weil in der Rate selber der Tilgungsanteil, den du nicht von der Steuer absetzen kannst, immer größer wird. So, das heißt also, hier hättest du jetzt, sagen wir mal, Tilgungsanteil 3% und hier 2%. Und deswegen heißt es bei den Annuitätendarlehen auch immer Anfangstilgung. Das heißt, du hast 3% Anfangstilgung, wenn du deinen Darlehensvertrag genau liest. So, das heißt, der Tilgungsanteil wird immer größer. Und je größer er wird, desto mehr, also ich sag mal, im letzten Jahr hast du so gut wie keine Zinsen mehr. Warum hast du keine Zinsen mehr? Ganz einfach, nehmen wir das mal so. 1 Million weniger 30.000 Tilgung. Nach dem ersten Jahr hast du nicht mehr 1 Million, sondern nur noch eine Restschuld von 970.000. So, auf 970.000 zahlst du dann weiter deine 2% Zinsen. Und alles, was übrig bleibt, wird wieder in die Tilgung gepackt. Und das bedeutet, die Tilgung erhöht sich permanent und der Zinsanteil sinkt. Das ist zwar erstmal cool, aber es ist steuerlich nicht so witzig. Das ist das Annuitätendarlehen, das in 90% der Fälle gemacht wird. Jetzt gibt es ein anderes Darlehen, das ist das Tilgungsaussetzungsdarlehen. Das funktioniert nach folgendem Prinzip. Das ist der Zinsanteil und der Tilgungsanteil ist das hier. So, das bedeutet, die Zinsen bleiben immer gleich. Das heißt, du tilgst die Schuld nicht. Das nennt man auch endfälliges Darlehen, Tilgungsaussetzung oder endfälliges Darlehen. So, das heißt, du zahlst immer weiter deine 2% Zinsen auf die nächsten 20 Jahre beispielsweise. Zinsschwankungen lassen wir mal raus. So, und deine Rate, die du bisher zur Schuldtilgung benutzt hast, die 3%,
die gibst du hier jetzt rein als Sparrate. Das heißt, du kannst hier immer den vollen Betrag absetzen und hier sparst du ein Guthaben an und nach 30 Jahren verrechnest du die Schuld gegen die Guthaben. Das ist die sogenannte Tilgungsaussetzung. Die war früher relativ beliebt, als es in der Lebensversicherung noch Zinsen gab und als die Zinseinkünfte, die man damals noch hatte, noch steuerfrei waren. Warum? Ich habe eine Frage. Wenn du 1 Million Darlehen aufnimmst beim Annuitätendarlehen, wie viel musst du über 30 Jahre hinweg tilgen? 1 Million. Tilgung heißt Rückzahlung. So, das heißt also, über 1 Million tilgst du. Das heißt, wenn du jetzt hier mal ausrechnest, 50.000 mal 30 Jahre sind 1,5 Millionen. 1 Million musst du tilgen, das heißt Zinsanteil 500.000. Hier hast du einen Zinsanteil von 20.000 pro Jahr, mal 30 Jahre hast du immerhin 600.000 Zinsanteil. So, das heißt, in niedrigen Zinsphasen, so wie wir sie jetzt haben, ist das nicht so signifikant, weil dein Zinsanteil anyway niedrig ist und dein Tilgungsanteil eh hoch ist. So, aber trotzdem, du hast 100.000, hast bei dieser Variante 100.000 mehr Zinsanteil. Aber es gibt einen weiteren Faktor, der hochinteressant sein kann. Und da möchte ich mal drauf eingehen, weil das lernt ihr auch beim YouTube-Kanal. Also, der Trick funktioniert folgendermaßen, nur zum Verstehen. Der Zinsanteil kann voll abgesetzt werden und der Tilgungsanteil ist niedriger, weil man auf Wertsteigerung hofft. Beispielsweise, indem man die laufende Tilgung in ein Aktiendepot oder ein Fonddepot packt. Früher hat man dafür die Lebensversicherung genommen, das kann ich euch heute nicht mehr empfehlen. So, und was nur sichergestellt sein muss, ist, dass die Rendite, die hier stattfindet, nach Steuern höher ist als die 2%, die du hier bezahlst. Dann rechnet sich das Ding. Ich denke, das ist aber durchaus möglich. Gerade selbst wenn du mit Aktien, Fonddepots, ich sag mal, auf 30 Jahre rechnest, wirst du garantiert mehr, auch gerade durch den Cost-Average-Effekt. Weiß jeder von euch, was der Cost-Average-Effekt ist? Also der Cost-Average-Effekt ist, du zahlst jeden Monat, jedes Jahr eine feste Rate zum selben Zeitpunkt an. Sind die Anteile teuer, kaufst du automatisch für die gleiche Rate weniger Anteile. Sind sie gerade im Wert gefallen, weil du ja die gleiche Rate hast, kaufst du mehr Anteile. Und dadurch kriegst du so eine Risikoabflachung. Das ist aber, und das vergessen die Leute zu sagen, das bezieht sich aber nur auf die Rate, weil im Durchschnittlich wird natürlich gut eingekauft, im Durchschnitt nämlich antizyklisch. Das Problem ist aber, wenn du schon 1 Million da stehen hast und dann die Anteile ein bisschen günstiger, also sehr günstig einkaufen kannst, dann 1 Million, aber jetzt nur noch 500.000, wer das funktioniert, der Scheiß natürlich nicht mehr. So, das heißt also, das funktioniert nur wirklich bis dahin und danach musst du genauer gucken. Ja, weil dann einfach das angesparte Kapital der Schwankung stärker unterliegt. So, lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt aber zwei weitere Aspekte, die ja auch noch sinnvoll sind. Aspekt Nummer 1, schau das mal aus Bonitätsgründen an, beziehungsweise aus deiner Selbstauskunft. Wenn du nämlich deine Schuld reduzierst, dann bleibt im Nachrang, wird der Nachrang immer größer, das heißt, unten ist der Darlehensgeber und oben wird immer mehr frei. Wer will üblicherweise einen Nachrang? Keiner. Es gibt Ausnahmen, es gibt Banken, die wollen es, aber die meisten wollen es nicht. So, das heißt also, bei dieser Variante entschuldest du deine Immobilie immer mehr, aber tatsächlich äußert sich das in deiner Selbstauskunft nicht so positiv, wie du es möchtest, weil du gibst einen Wert an, sagst, das ist die Restschuld und die Banken sagen, naja, erstens, ob der Wert stimmt, wissen wir nicht, in Nachrang wollen wir auch nicht, naja. So, wenn du das hier machst, steht auf deiner Selbstauskunft die Restschuld, auch der aktuelle Wert deiner Immobilie, aber parallel dazu sieht man in deinem Eigenkapitalnachweis auch noch 200.000, 300.000, die du über die letzten 10 Jahre an Fondsvolumen angespart hast. Das ist durchaus ein Vorteil, weil ab und zu musst du mal bei einem Verkäufer, der sagt, zeigen Sie mal Ihren Eigenkapitalnachweis. Also gerade in München oder in heißen Märkten, da schreiben die schon in die Anzeigen rein, schick erstmal deinen Eigenkapitalnachweis, bevor du irgendwie anrufst. Das ist also ein hochinteressanter Punkt, warum man das machen sollte. Du musst nur eins wissen, die meisten Banken sagen, okay, wenn ich 3% Tilgung haben möchte, in dieser Variante, dann will ich hier mehr haben. Warum? Weil Aktien schwanken und das ist nicht so sicher und so weiter und so weiter. Es gibt aber Banken, denen ist die Tilgung nicht wichtig, das sind so 30% der Banken, die kannst du, das musst du halt mal auschecken, dazu überreden, dass anstatt dieser Variante diese Variante gemacht wird, nämlich dass du deine 3% Tilgung hier reinsparst. Ich habe es auch schon gemacht, ich habe gesagt, okay, ich müsste normalerweise 2% Tilgung zahlen, also es war länger her, da waren wir noch nicht bei 3.
ich müsste normalerweise 2% Tilgung zahlen und ich zahle 3,8, weil die Bank bewertet Aktien nur mit 60%, wenn sie sie jetzt wirklich aus Deckungskapitalgründen anschaut. Es gibt aber Banken, die brauchen das nicht, weil das Gutachten gut genug war oder was auch immer, denen ist es nicht so wichtig, ob der Tilgungsanteil voll so ist oder nicht. Wann immer du die Möglichkeit hast, versuche in ein Aktiendepot zu sparen. Ich habe zum Beispiel die Hüttenstraße, in der ich auch selber wohne, habe ich damals finanziert mit einer Sparkasse, Tilgungsaussetzung. Und dort haben wir das so gemacht, weil die mich auch schon ein bisschen kannten, dass ich einfach nicht getilgt habe, sondern einfach auf ein Sperrkonto, ein Girokonto einfach die Tilgung überwiesen habe. Und alle halbe Jahr habe ich mich dann hingesetzt und mir überlegt, welche Aktien kaufe ich denn jetzt? Das macht auch nicht jede Bank mit. Es gibt also Banken, die sagen zum Beispiel, wir wollen eine gute Durchmischung. Ja, so, also wir wollen, sag mal, einen DAX-Index oder wir wollen einen Europa-Index. Also einfach was sehr, sehr durchgemischt ist. Aber selbst das ist möglich. Ich will euch also nur zeigen, was ihr teilweise herausverhandeln könnt. Es hängt halt davon ab, von dem Objekt, von der Beleihung und eurer Bonität. Aber, und darauf möchte ich euch hinweisen, in der Selbstauskunft sieht das 100-mal besser aus. Und ich habe euch das Prinzip mit dem rollierenden Eigenkapital erklärt, dass das ein Unterschied ist, ob das Eigenkapital auf einem Depot liegt und du es wieder freikriegst, wie das. Weil wenn du jetzt hier zum Beispiel umfinanzierst zu einer anderen Bank, die meisten Banken möchten keine freie Kreditierung haben. Es gibt Ausnahmen, aber die möchten nicht Objekte beleihen zu deiner freien Verfügung. Die wollen dann wissen, was machst du damit und wie ist das und so weiter und so weiter. Es gibt Banken, die machen es anders, aber wenige. Das Thema hast du ja gar nicht, weil du hast ja immer noch die Restschuld, wie du damals gekauft hast. Du finanzierst um von einer Bank zur anderen und das Depot ist damit automatisch frei. Also es geht jetzt nicht nur um die steuerliche Variante, die war früher viel besser, weil einfach der Zinsanteil höher war. Aber unabhängig von der steuerlichen Variante hast du hier den Vorteil, dass du immer wieder an dein Geld rankommst. Wen würde es denn übrigens interessieren, wie man so ein Eigenkapital aus dem Null zaubern kann? Okay. Also, das ist zum Beispiel auch ein Trick, den ihr wissen müsst. Das sind so die Tricks, wie ich es geschafft habe, als Sohn zweier Lehrer ohne Eigenkapital mit sabotierenden Eltern. Die wollten auch, dass ich in den Staatsdienst gehe. Also eine beliebte Technik, die man da anwenden kann, ist, geht aber nicht immer. Weiß jeder von euch, was eine Globalgrundschuld ist? Okay, also eine Globalgrundschuld ist, nehmen wir mal einfach hier in Düsseldorf, du hast jetzt 3 Einheiten, die kaufst du wirklich günstig ein. Die eine 300.000, die andere 300.000, die andere 300.000. So, tatsächlich sind sie aber 400.000 wert. Dann sagst du der Bank, pass mal auf, beleih sie bis 400. Dann sagen die, wir beleihen höchstens deinen Kaufpreis. Stimmt ihr damit überein? Habt ihr das Problem schon mal so gehabt? Ihr habt was günstig eingekauft und ihr habt gesagt, maximal Kaufpreis. Gut, da gibt es einen Trick für. Mal nochmal das Beispiel. Das heißt, du hast jetzt, sagen wir mal, 4 Einheiten a 300.000 Euro. Die du bei Bank A finanzierst, für ein Jahr. So, die hast du für 300.000 finanziert, weil du sie für 300.000 gekauft hast. Tatsächlich sind sie wert je 400.000 mit einer Globalgrundschuld von 1,2 Millionen. Das heißt, auf jedem der Objekte, wenn du ins Grundbuch reinschaust, stehen dann 1,2 Millionen drin. Das heißt nicht, dass du 4 mal 1,2 Millionen schuldest, sondern es das heißt, dass in einem Darlehensvertrag nicht da 300, da 300, sondern es sind 1,2 Millionen ist die Grundschuld und es wird in 4 Objekte eingetragen. Nach einem Jahr machst du Folgendes, gehst zu Bank B und sagst der, pass auf, wir finanzieren zum realistischen Wert von 403 Objekte. Denn, wie du ja aus der Grundschuld siehst, wir haben ja eine Globalgrundschuld von 1,2 Millionen. Und wie eure Gutachter bestätigen, die Objekte sind 400.000 Euro wert. Das bedeutet, du hast jetzt ein Objekt mit 400.000 Euro schuldenfrei. Das macht sowieso die Bank. Also die Frage war jetzt hier gerade, wer bewertet die Immobilien? Das macht eh die Bank. Darum geht es nicht. Also die Immobilien müssen es schon wert sein. Aber wer von euch hatte schon mal das Problem, dass die Immobilien das locker wert waren, weil du super gut eingekauft hast, die Bank hat trotzdem nicht mehr gemacht als der Kaufpreis. Wer kennt das Problem? Na, seht ihr. Also die, die es schon ein paar Tage machen, die wissen, wie das ist. Das heißt, also du könntest theoretisch eine Hütte, die eine Million wert wäre, für 100.000 kaufen, die würden dir genau 100.000 geben. Nein? Also die Frage war jetzt, ob ich da ein Problem habe, weil die dann nicht verstehen, woher kommt das und so weiter und so weiter. Weil die Summe reduziert sich ja auch nicht tatsächlich. So, jetzt habe ich das einfach nur entsprechend umfinanziert, hat bis jetzt noch keiner gedörgelt. Ich sehe auch nicht wirklich den Grund dafür. Weil hier liegen jetzt immer noch 1,2 Millionen Globalgrundschuld drauf. Ich habe nur von Bank A die Freigabe da drauf und Bank B hat sich dies gar nicht erst abtreten lassen.
Indem du einfach nur auf ein Jahr finanzierst, dann umfinanzierst, hast du danach eine schuldenfreie Wohnung, die du voll als Eigenkapital beleihen kannst. Es gibt noch einen weiteren Faktor, den ihr nicht wisst, wenn ihr nicht so tief in den Banken drin seid. Hier kommst du mit einer Immobilie, die du selber noch gar nicht im Bestand hast. Hier kommst du mit einer Immobilie, die schon läuft und die Bank B dem Mitbewerber A abjagen kann. Und Banken führen interne Statistiken und wissen, dass Neufinanzierungen, wo der Immobilieneigentümer das erste Mal ein Objekt übernimmt, viel gefährlicher sind als Umfinanzierungen statistisch. Ein weiterer Tipp, den ich euch geben kann. Du hast jetzt hier zum Beispiel eine Bank, die sportlich ist. Wer von euch hat eine Bank, wo er sagt, die ist ganz schön sportlich, die ist cool, mit der kann ich schnell was einfinanzieren? Sehr gut. Und wer von euch hat dann eine Bank, die sagt, okay, wir können aber können maximal bis 3 Millionen, 4 Millionen, 5 Millionen? Wahrscheinlich, also die haben immer ein Limit, ein Kreditnehmerlimit. Das ist ein weiterer Grund, warum du das so machen sollst. Das heißt, besorg dir hier eine Bank, die sportlich ist, die hat aber ein Limit. Jede sportlich wie unsportliche Bank hat ein Limit pro Kreditnehmereinheit. Finanzier dort ein für ein Jahr. Und dann finanzier raus eine weniger sportliche. Und du hast den großen Vorteil, dass du die sportliche wieder frei hast. Also es ist sehr schlau, es so zu machen, jetzt egal, ob aus Eigenkapitalsicht oder sonst irgendwas. Dieser Bank darfst du natürlich nicht unbedingt erzählen, dass du sofort wieder vorhast, um zu finanzieren. Es sei denn, es ist deine sportliche Bank, dann machst du mit denen halt Folgendes aus. Pass auf, wir finanzieren schnell ein bei euch, dann finanziere ich wieder raus. Dafür gibt es halt eine Bearbeitungsgebühr. Kostet Geld, macht aber Sinn, wenn man Bestand hochskalieren möchte. Angenommen, das ist jetzt eine neue Bank, die dich nicht kennt und du finanzierst hier für ein Jahr ein. Wenn du denen sagst, ach ja, übrigens die ganze Kreditprüfung, nur ein Jahr und dann finanziere ich um. Das würdest du das gerne hören, wenn du Bank A wärst. Nein, deswegen stellen wir das natürlich nicht in den Vordergrund. Wir lügen nicht, aber wir müssen ja nicht unsere körperlichen Schwachstellen betonen. Würde ich euch auch schwer von abraten. Niemanden anschwindeln, das kommt immer raus. Und Geld ist vertrauensbasiert. Orientiert euch an den Frauen, die heben auch nicht ihre Problemzonen hervor. Und so machen wir das im Bankenhandling auch. Wenn das deine gute Bank ist, sprichst du mit ihr offen, dass du es so machst. Und die nehmen dann dafür ein Bearbeitungsentgelt. Aber angenommen, das ist eine neue Bank. Ein Jahr einfinanzieren, anschließend umfinanzieren. Die ist neu. Danach hast du Folgendes. Die neue Bank macht das Geschäft viel schneller. Also die neue Bank B macht das Geschäft viel schneller, weil es keine Neufinanzierung ist, sondern eine Umschuldung. Und die Bank ist jetzt getriggert, weil sie mit dir schon Geschäfte gemacht hat. Du ihr jetzt das Geschäft wegnimmst und sie möchte jetzt auch wieder welches machen. Also es sind so kleine Tricks, auf die man kommt, wenn man das Problem hat, ich habe kein Eigenkapital. Und das Problem hatte ich halt sehr, sehr lange. Und das sind halt Sachen aus der Praxis, die ich euch nur schwer empfehlen kann. Sondern wenn du jetzt diese Art, zum Beispiel mit Umfinanzierung, wiederum mit Tilgungsaussetzung kombinierst und mit rollierendem Eigenkapital, dann ist das natürlich schon ganz schön cool. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt noch eine hervorragende Mittagspause. Ciao, ciao.